Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich werde euch heute in diesem Video 8 Tipps für Vorträge geben, zum Beispiel Präsentationen oder auch Referate. Wir fangen jetzt mal an. Tipp Nummer 1 ist, wenn ihr eine Präsentation macht, dann müsst ihr das auch über ein bestimmtes Thema machen. Der Tipp ist, ihr müsst das Thema verstehen und nicht auswendig lernen, weil wenn ihr das nicht versteht und auswendig gelernt habt, dann könnt ihr die Fragen von den Zuschauern nicht beantworten und somit könnt ihr auch Punkte verlieren. Es ist sehr wichtig, dass ihr das Thema versteht, dann könnt ihr dann die Fragen von den Zuschauern beantworten und dann verliert ihr auch keine Punkte. Tipp Nummer 2 ist, ihr müsst langsam, deutlich und auch laut sprechen. Ihr müsst nicht sehr, sehr, sehr schnell sein, dass die Schüler und auch Schülerinnen euch nicht folgen können und auch nicht langsam, dass sie sich langweiligen. Ihr müsst ein gutes Tempo haben und ihr müsst laut sprechen, damit alle euch hören. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man laut spricht. Somit werdet ihr auch keine Punkte verlieren. Der Tipp Nummer 3 ist Augenkontakt. Du musst Augenkontakte mit den Zuschauern haben. Die sollen nicht deinen Rücken sehen, sondern dein Gesicht. Du musst das erklären und sie angucken. Somit werden sie dich auch besser verstehen. Tipp Nummer 4 ist frei reden. Es ist sehr wichtig für die Lehrer, dass ihr frei redet und dass ihr alles so schön erklärt und nicht alles von den Karteikarten vorliest oder irgendwas anderes. Tipp Nummer 5 ist, in ganzen Sätzen sprechen. Zum Beispiel die Präsentation, man schreibt keine ganzen Sätze, sondern Stichpunkte. Und du musst diese Stichpunkte erklären, und zwar in ganzen Sätzen. Die Präsentation ist nur eine Hilfe für dich. Da stehen nur Stichpunkte. Und deswegen musst du diese Stichpunkte in ganzen Sätzen erklären, damit die Zuschauer dich besser verstehen oder verstehen, was du da meinst oder was du da geschrieben hast. Tipp Nummer 6 ist, wenn ihr Fachbegriffe schreibt in die Präsentation, dann müsst ihr sie auch erklären können. Wenn ihr die Fachbegriffe nicht kennt oder nicht erklären könnt, dann lasst sie weg. Lasst sie weg und schreibt sie nicht, weil die Zuschauer werden auch dann nachfragen, was das bedeutet. Dann musst du das erklären. Und wenn du das nicht erklärst, dann verlierst du Punkte. Also du musst in der Lage sein, die Fachbegriffe auch zu erklären, wenn du das schreibst. Tipp Nummer 7 ist, Karteikarten machen. Es ist nicht verboten, Karteikarten zu benutzen oder zu machen. Es ist nur eine kleine Hilfe für euch und das ist nicht verboten. Ihr könnt das machen, ihr könnt einfach ein paar Stichpunkte schreiben, damit ihr die Informationen nicht vergesst, aber keine Romane schreiben, damit ihr nicht durcheinander kommt und eine Stunde da steht und sucht nach einem Wort oder nach einem Fachbegriff oder auch was anderes. Es ist auch wichtig, wie gesagt, dass ihr frei redet. Ihr müsst die Karteikarten nicht vorlesen. Das ist sehr schlimm. Wenn ihr Karteikarten einfach vorliest, ist das einfach sehr schlimm für euch. Die Lehrer werden dann denken, der oder die liest alle Karteien vor. Das heißt, dass er das nicht verstanden hat. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du frei redest und auch Augenkontakte mit den Zuschauern hast. Tipp Nummer 8 ist, Fragen von den Zuschauern. Am Ende, wenn du mit der Präsentation schon fertig bist und alles erklärt hast und die Quellen gezeigt hast, dann musst du einfach die Zuschauer, Schüler oder Schülerinnen, einfach fragen, ob sie noch Fragen haben. Das ist sehr wichtig, wenn du dann die fragst, ob sie noch Fragen haben oder irgendwas nicht verstanden haben. Du musst natürlich auch in der Lage sein, die Fragen zu beantworten. Die werden bestimmt wichtige Fragen stellen und du musst sie dann auch erklären können oder die Fragen beantworten können. Und jetzt bin ich fertig mit den 8 Tipps. Ich hoffe, dass du jetzt weißt, was du dann machen sollst und was du dann beachten musst, damit du auch gute Noten bekommst.
Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einfach ein Like hinterlassen, meinen Kanal abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Und jetzt sage ich mal, bis zum nächsten Mal.